So, guten Morgen, liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Ein herzliches Willkommen zur Digital Week live aus Hamburg. Mein Name ist Frank Milewski, ich bin Chefredakteur bei Cash. Ich begrüße Sie heute herzlich zum Webinar Kryptowährungen, neue Marktchancen für Banken und Finanzdienstleister. Dazu freue ich mich sehr, Ihnen als Referentin Dagmar Schoppe ankündigen zu dürfen. Sie ist Bereichsleiterin bei der SRC Security Research and Consulting GmbH. Und Frau Schoppe hat 25 Jahre Erfahrung in der Beratung und Auditierung zu IT-Sicherheitsthemen und ihre Schwerpunkte sind Bankencompliance, kritische Infrastrukturen, Sicherheits- und Risikoanalysen sowie Informationssicherheitsmanagementsysteme. Bevor wir starten, noch zwei organisatorische Hinweise. Bitte beachten Sie, dass es für dieses Webinar keine Weiterbildungszeiten gibt. Und es werden sich natürlich, denke ich, bei Ihnen Fragen auftun während des Webinars. Diese können Sie mir gerne über die Menüfunktion Fragen in der Regel auf der rechten Seite Ihres Bildschirms zukommen lassen. Wir werden sie dann versuchen, noch zu beantworten nach dem Vortrag von Frau Schopp. So, nun geht es aber wirklich los und ich hole Frau Schoppe einmal dazu. Oh. Hallo, Frau Schoppe, Auch grüß ein, Sie. ja, einen wunderschönen guten Morgen auch von mir, live und in Farbe aus Wiesbaden von der SRC. Ja, vielen Dank, Herr Milewski, für die einleitenden Worte. Jetzt muss ich mal schauen, dass. Können Sie mich wieder hören? Stummschaltung war gerade aktiviert. Ja, ist alles gut. Man hört Sie. Man hört mich, man sieht man auch die PowerPoint-Präsentation? Genau. Sie können Sehr schön, loslegen. super. Genau. Also nochmal ein herzliches Dank, Herr Milewski, für die einleitenden Worte. Ich freue mich sehr, am heutigen Kryptowährungstag bei der Digital Week mit Ihnen über Chancen und Potenziale für Banken und Finanzdienstleister in Bezug auf die Digitalisierung und die Nutzung von Technologien wie beispielsweise DLT und Blockchain zu sprechen. Die Digitalisierung bringt nicht nur große Umwälzungen und Optimierungspotenziale für Unternehmen, insbesondere auf den Zahlungsverkehr und die Finanzmärkte hat sie voraussichtlich nachhaltigen Einfluss. Die Bedeutung von Kryptowährungen wächst. Die EZB bringt den digitalen Euro auf den Weg und andere Zentralbanken sind da ja sogar schon weiter. Ja. Blick nach China genügt oder Sie verfolgen sicherlich auch die aktuellen Entwicklungen in El Salvador. Da ist ja sicherlich noch mal ein ganz großer Schritt gegangen worden. Also für die Banken und Finanzdienstleister birgt diese Entwicklung große Chancen, mit neuen Dienstleistungen wie zum Beispiel Kryptoverwahrdienste ihr bestehendes Portfolio zu erweitern, um zum Beispiel jetzt auch im Umfeld der Niedrigzinsen neue Geschäftsfelder zu erschließen. Zunächst möchte ich mich aber noch mal ganz kurz vorstellen. Herr Milewski hat ja schon einige Dinge zu mir gesagt. Mein Name ist Dagmar Schoppe. Ich bin Bereichsleiterin für Bankencompliance bei der Firma SRC Security Research und Consulting GmbH. Wo sind denn jetzt hier die Wurzeln der SRC? Wir wurden 2001 gegründet und sind eine Tochter der kreditwirtschaftlichen Verlage. Und wir beschäftigen uns neben den klassischen IT-Sicherheitsthemen auch im Rahmen des Zahlungsverkehrs mit allen relevanten Aspekten von Zahlungen im Internet, am POS, NFC, in der App und natürlich unter Einbeziehung aller relevanten Hardware, Smartcard, GA, Terminals und ähnlichem. Wir besitzen Akkreditierungen in ganz vielen Schemata, um nur einige zu nennen, die Common Criteria, Payment Card Industry, GSMA, EMVCo. Wir sind aber auch prüfende Stelle für kritische Infrastrukturen und für die Gematik TI, für die Telematikinfrastruktur. Wenn Sie dazu noch mehr Informationen haben wollen, sprechen Sie mich gerne an, E-Mail oder Sie finden mich auch auf Xing. So, so viel im Schnelldurchlauf zu mir und zum Hintergrund der SRC. Aber kommen wir jetzt erstmal zum Fachlichen. Ich möchte in meinem Vortrag mit Ihnen eigentlich drei wesentliche Aspekte ansprechen und die natürlich auch sehr gerne mit Ihnen diskutieren. Ich habe bei den Vorträgen zur Kryptowährung die Erfahrung gemacht, dass es hier eine große Diskussionsbereitschaft gibt, dass es viele kontroverse Meinungen existieren, unterschiedliche Bewertungen der Zukunftsfähigkeit des Themas, aber auch eine ganz starke Varianz im Grundlagenwissen über DLT, über Blockchains, verteilte Kassenbücher,
aber auch von Kryptoaspekten. Dazu möchte ich Sie ganz gerne im ersten Teil mal abholen, dass wir da ein gemeinsames Verständnis dazu haben. Dann möchte ich auch natürlich die grundlegende und auch ganz zentrale Frage nochmal ansprechen. Worin besteht der Unterschied zwischen Kryptogeld und Giralgeld? Und dann als zweites Thema, klingt vielleicht nicht so spannend, ist es aber trotzdem, welche regulatorischen Rahmenbedingungen sind zu berücksichtigen? Auf nationaler und auch auf europäischer Ebene. Hier ist naturgemäß einiges im Fluss, aber es zeichnen sich vielleicht schon ein paar Tendenzen ab. Und dann als drittes, quasi als Ableitung aus den vorherigen Themenblöcken, worin bestehen dann die Chancen und Möglichkeiten für Banken und Finanzdienstleister? Und möchte hier ein paar ausgewählte Themenfelder ansprechen. Aber zunächst die Ausgangssituation. Wo stehen wir denn im Moment? Derzeit untersuchen 4 von 5 Zentralbanken die Einführung digitaler Währung. Und wenn man nach El Salvador schaut, sieht man, dass die dort schon einen ganzen Schritt weitergegangen sind. Eine interessante Entwicklung, denke ich, die mit Spannung beobachtet werden kann. Und dort zeichnen sich ja jetzt auch schon direkt nach wenigen Tagen erste Spannungsfelder ab, im Nutzen, in der Akzeptanz, aber auch in der Vorbereitung der Endkunden und Wissen der Endkunden um diese neue Währung, dieses neue Geld. Aber bleiben wir vielleicht erstmal in Europa. Im Januar diesen Jahres endete die öffentliche Befragung der Europäischen Zentralbank zum digitalen Euro. Und jetzt im Sommer, ich glaube im Juni war das, wurde mit der Erprobungsphase für den digitalen Euro schon mal eine grundsätzliche Weichenstellung vorgenommen. Mastercard und Visa wollen noch in diesem Jahr eine Schnittstelle für Kryptoangebote in ihr Portfolio integrieren. Und damit ist die Entwicklung eigentlich eindeutig. Kryptowährungen werden immer wichtiger. Und das stellt natürlich eine ganze Menge von Fragen. Welche Auswirkungen hat eine Digitalisierung von Zentralbankgeld? Wird es dann einen direkten Austausch von Endkunden mit der Zentralbank geben? Welche Folgen hat eine vermehrte Nutzung alternativer Kryptowährungen? Abhängig von der gewählten Technologie kann es neue Arten der Kontoführung geben. Hier das Stichwort Wallet. Das wird jetzt in meinem Vortrag auch ein ganz entscheidender Aspekt sein. Die Frage, inwieweit ist es eine Konkurrenz zum konventionellen Zahlungsverkehr? Und auch, aus meiner Sicht finde ich auch sehr spannend, inwieweit besteht die Notwendigkeit staatlicher Aufsicht? Also Stichwort Regulierung. Ganz, ganz viele Fragen, auf die es derzeit noch keine Antworten gibt, allenfalls Spekulationen. Aber unstrittig ist, dass die wachsende Bedeutung von Kryptowährungen Auswirkungen auf den Bankensektor und den elektronischen Zahlungsverkehr haben wird und damit entscheidenden Einfluss auf unser Geschäftsfeld. Deswegen möchte ich, wie gesagt, auch gerne mit ein paar Grundlagen oder Definitionen einsteigen. Es existiert im Umfeld von Kryptowährungen ganz viele Definitionen. Und das Wording ist nicht immer einheitlich. Ich versuche jetzt hier für mich und für unseren Vortrag mal das Wesentliche darzustellen und möchte mich da auch an den Definitionen, wie sie beispielsweise auch die BaFin benutzt, orientieren. Erstmal der zentrale Begriff des Kryptowertes, im Englischen häufig Crypto-Asset oder Kryptowährung. Aus meiner Sicht ist das die digitale Darstellung eines Wertes, der nicht notwendigerweise von der Zentralbank emittiert sein muss und auch nicht notwendigerweise den gesetzlichen Status von Geld besitzt, aber als Tauschmittel akzeptiert wird und auf elektronischem Weg übertragen, gespeichert oder gehandelt werden kann. Vielleicht ein bisschen sperrig, aber das Thema ist auch komplex. Aber man sieht auch hier die Akzeptanz als Tauschmittel. Das geht genau in die Richtung, wie es schon Ludwig Erhard, ich glaube, in den 50ern formuliert hat. Wirtschafts- oder Geldpolitik ist zu 50% auch Psychologie. Es basiert auch auf dem Vertrauen in die Währung und in den Wert des Geldes. Und hier in den Wert eines Tokens. Und ja, nur so kann man sich vielleicht auch die Achterbahnfahrt des Bitcoin-Kurses erklären. Häufig fällt auch das Schlagwort digitales Zentralbankgeld, also sogenanntes CDBC, das dann von staatlicher Stelle emittiert wird, wie beispielsweise der digitale Euro oder in China ist es der digitale Yuan
Oder auch die Schweden liebäugeln ja immer wieder oder sind dort auch, glaube ich, schon relativ weit mit der E-Krona. Dann gibt es auch Währungen privater Emittenten, beispielsweise der Bitcoin. Und damit ist auch schon das erste Schlagwort gefallen, dass wie kein zweites für das Thema Kryptowährungen steht. Es ist bestimmt das bekannteste Beispiel für eine öffentliche Blockchain-Anwendung. Der Bitcoin ist seit 2009 ohne Unterbrechung online und hat bei weitem die größte Marktkapitalisierung aller Kryptowährungen. Möchte aber hier auch nicht Ether oder Ethereum unterschlagen, auch ein öffentliches Blockchain-System mit einer Besonderheit, dazu kommen wir aber später noch, Stichwort ist, sind hier die Smart Contracts, weil bei der Konzeption von Ether neben monetären Transaktionen auch Codes zur Ausführung kommen können und man damit auch Verträge digital abbilden kann. Also Stichwort Smart Contracts, darauf kommen wir, gehen wir nachher noch ein. Eine ganz besondere Rolle und auch immer wieder diskutiert sind die sogenannten Stablecoins. Das sind Kryptowährungen mit relativ geringer Volatilität, die fest an eine Währung gekoppelt sind und so die Nachteile anderer Payment Tokens, wie beispielsweise den Bitcoin, ausgleichen. Hier kann man als Beispiel Tether nennen, wird zum Kurs 1:1 zum US-Dollar gehandelt und auch ein weiteres sehr bekanntes und immer wieder diskutiertes Produkt der DIEM, beziehungsweise früher Libra, ist durch die Libra Association an den US-Dollar gebunden. Und Nutzer sollen DIEM zukünftig in ihrer Landeswährung kaufen können. Ja. Vielen von Ihnen ist sicherlich noch das Announcement von Facebook 2019 in Erinnerung, als Libra vorgestellt wurde. Aber die Entwicklung ist ja dann in den letzten 2 Jahren stark ins Stocken geraten und auch der avisierte Markteintritt hier zum Beispiel in Europa für Januar eigentlich angekündigt diesen Jahres musste verschoben werden aus Regulierungsgründen oder fehlender Regulierung. Aber ganz klar ist, dass solche Kryptowährungen mit einem Global Player wie Facebook und ich glaube, es sind noch andere im Boot, Uber im Hintergrund, dass diese eine unglaubliche Marktmacht hätten. Aber nur so viel an dieser Stelle jetzt zu DIEM. Gehen wir weiter zu den Unterschieden der beiden Welten des Giralgelds und des Kryptogelds. Da ist der zentrale Unterschied, ich denke, das muss man mal verinnerlicht haben und das muss man sich immer wieder bewusst machen. Der zentrale Unterschied ist liegt in der Geldschöpfung. Und die Geldschöpfung klassischerweise beim Giralgeld erfolgt über die Zentralbanken und die Geschäftsbanken und ist bei uns im herkömmlichen System zentral geregelt. Das heißt, die wesentlichen Punkte, der Zugang zum Geld, das Senden und Empfangen von Geld, aber auch die Menge des im Umlauf befindlichen Geldes, das geregelte Geld, müssen in einem Geldsystem geregelt sein, damit es funktioniert. Und hier im zweistufigen Bankensystem mit Zentral- und Geschäftsbanken übernehmen diese die Rolle. Also die Zentralbanken gewähren über ihre Geldmarktpolitik den Geschäftsbanken Kredite und das Buch- und Giralgeld wird von den Geschäftsbanken für die Kunden bei der Kreditvergabe oder beim Ankauf von Vermögenswerten erzeugt. Und genau dieser Geldschöpfungsprozess erfolgt bei den Kryptowährungen eben dezentral und ist dort technisch geregelt, wo es im herkömmlichen, im klassischen System eher juristisch oder auf vertraglichen Regelungen, gesetzlichen Regelungen basiert. Genau. Bei den Kryptowährungen sind alle drei Aspekte, also Zugang vom Geld, Senden und Empfangen von Geld und die Geldmenge über die Blockchain und das Peer-to-Peer-Netzwerk geregelt. Also wie funktioniert der Zugang zum Geld? Die Wallet fungiert hier als Konto und besteht aus einem kryptografischen Schlüsselpaar. Also diejenigen, die sich ganz tief in die Technik, schon ganz tief mit der Technik beschäftigt haben, werden jetzt vielleicht mit den Augen rollen. Auch jetzt mit dem Vergleich der öffentlichen Schlüssel, die Public Address mit der Kontonummer zu vergleichen und den privaten Schlüssel mit der PIN. Aber ich denke, dass das einfach eine sehr gute oder
zumindest auf einer Metaebene eine sehr stimmige, ein sehr stimmiges Mapping ist, ja. Also öffentliche Schlüssel, die Public Address, ist eher vergleichbar mit der Kontonummer, der private Schlüssel, die PIN. Und beim Senden und Empfangen von Geld wird an die Public Address des Empfängers geschickt, mit dem privaten Schlüssel des Senders zur Authentisierung die Nachricht eben signiert. Und die Menge des im Umlauf befindlichen Geldes wird über das Mining geregelt und jetzt konkret auf Bitcoin bezogen, ist dies auf 21 Millionen Einheiten begrenzt. Und Grundlage hierbei ist im Wesentlichen der Gedanke eines verteilten und von allen einsehbaren Kontenbuchs oder Kontobuchs, das Distributed Ledger. Und die Sicherheit erfolgt über die Kontrolle durch das Peer-to-Peer-Netzwerk und über kryptografische Methoden. Vielleicht am besten auch nochmal ein ganz simples Beispiel für alle Nicht-Techniker, vergleichbar mit einem Gruppenchat-Verlauf. Jeder in der Gruppe hat Einsicht in den gesamten Chatverlauf, kann eigene Beiträge anhängen, kann aber auch immer schauen, was die anderen gepostet haben. Und Korrekturen und Anpassungen sind im Nachhinein nicht möglich oder können dann eben von der Gruppe, von der Gruppenintelligenz oder der Gruppe an sich eben abgeschmettert werden. So, nochmal einfach auch als Beispiel, wie funktionieren die Transaktionen in der klassischen Welt versus der Kryptowelt. Wir haben in der klassischen Welt Geldtransfer von A nach B über die BIC und die IBAN als Anker und die jeweiligen Hausbanken, die die Prüfung der Transaktion übernehmen, SEPA, XML, dann wird die Überweisung ausgeführt und dann folgt das klassische Clearing und Settlement. In der Kryptowelt, wenn A nach B Bitcoin beispielsweise schicken möchte, wie gesagt, benötigt man die Public Address von B, also die Kontonummer, den öffentlichen Schlüssel von B, signiert die Transaktion mit dem eigenen privaten Schlüssel, gibt dies ins P2P-Netzwerk, das ist das schöne Computernetzwerk da unten. Dort wird die Transaktion mit Vorgängertransaktionen und allem geprüft. Es findet ein Mining statt und ein Hashing. Aber das sind, glaube ich, alles erst nochmal technische Details. Die Blockchain wird aktualisiert, indem ein neuer Block angehängt wird. Und B sieht dann sein neues Guthaben in seiner Wallet. Genau, jetzt nochmal das Beispiel hier von der Gehaltszahlung. Also wenn die SAC ihren Mitarbeitern 100 Euro, manchmal sind es auch mehr in guten Monaten, überweisen möchte, braucht man klassisch die beiden IBANs und den Betrag, Prüfung, ob ausreichend Geld auf dem Konto vorhanden ist und dann findet das SEPA-Clearing statt. Und der Mitarbeiter sieht dann über seinen Kontoauszug oder über das Online-Banking, dass sich sein Guthaben entsprechend erhöht hat. In der Kryptowelt könnten die Public Address eines Mitarbeiters eben so aussehen und würde dann in das P2P-Netzwerk geschickt. Es würde das Mining und das Hashing stattfinden und neue Blöcke angehängt. Und der Mitarbeiter sieht dann in seiner Wallet das neue verfügbare Guthaben. Im Prinzip ist es auf der Kryptoseite immer der gleiche Ablauf. Auch hier, wenn man das beispielsweise im Handel sieht, eine Guthabenverfügung, unabhängig davon, ob Sie Bargeld mit Bargeld einkaufen oder ob Sie eine Überweisung tätigen oder am POS einkaufen. Es findet irgendein Clearing über die Banken statt. Und in der Kryptowelt ist es, wie ich es jetzt schon zweimal gezeigt habe, der gleiche Ablauf. Public Address des Empfängers signiert mit dem privaten Schlüssel des Senders ins P2P-Netzwerk. Und dann sieht der Empfänger in seiner Wallet das neue aktualisierte Guthaben. So. Jetzt kommen wir zum vielleicht auf den ersten Blick sehr trockenen Thema regulatorische Rahmenbedingungen, aber das hat doch eine gewisse Brisanz oder eine gewisse Spannung, weil es inzwischen auch den Insidern so ein bisschen die Orientierung erschwert. Denn es gibt sehr dynamische, zum Teil parallel laufende Regulierungsprozesse auf nationaler und auf internationaler Ebene, die beständig weiterentwickelt und immer wieder angepasst werden. Und hier ist ganz klar das Spannungsfeld
Vorantreiben der Technologieentwicklung auf der einen Seite, aber gleichzeitig Geldwäsche und Missbrauch wirksam zu verhindern. Andererseits sichere und regulierte Märkte, die Investoren anziehen, versus große regulatorische Hürden, die Innovationen ausbremsen oder Startups eben abschrecken. Und entsprechend ist in der Regulatorik derzeit vieles in Bewegung und vieles in der Diskussion. Richtungsweisend war jetzt hier, deswegen habe ich es auch als erstes auf den Folien, die Novellierung zur 5. EU-Geldwäscherichtlinie, die sogenannte AML5, die erstmals in Europa auch den Handel mit Kryptowährungen regulatorisch berücksichtigt hat. Sehr interessant, weil auch relativ konkret ist die sogenannte MiCA, Markets in Crypto Assets, aus dem Digital Finance Package vom September 2020, die voraussichtlich 2023 oder geplant Ende 2022 in Kraft treten soll und dann auch als Verordnung konzipiert direkt rechtswirksam ist. Sie erweitert bzw. ergänzt nationale Regelungen, beispielsweise auch der BaFin, die die Novellierung der AML5 zum Anlass genommen hat, erste Regulierung auch für das Kryptoverwahrgeschäft in Deutschland vorzunehmen. Und dies ist nun über das KWG reguliert und erste Unternehmen danach sogar schon zugelassen. Ja, dabei kristallisiert sich heraus, vielleicht nicht unbedingt überraschend, dass etablierte Institute, die ohnehin regulatorische Anforderungen aus BAIT, MA-Risk, ZAIT ganz neu erfüllen müssen, gute Voraussetzungen haben für den Einstieg beispielsweise in das Kryptoverwahrgeschäft. Da zahlt sich die jahrelange Erfahrung mit den Aufsichtsbehörden wirklich aus. Und außerdem sieht es danach aus, als würden die derzeitigen deutschen Regelungen über die BaFin auch eine gute Ausgangsposition für europaweite Zulassungen ermöglichen, wenn dann die MiCA in Kraft treten sollte. Genau, also mit den digitalen Währungen ergeben sich für die Banken ganz neue Geschäftsfelder. Sie können neue Services in ihr Portfolio für die Endverbraucher und für die Händler aufnehmen. Und eines davon ist beispielsweise das Kryptoverwahrgeschäft. Es beinhaltet die Verwahrung, Verwaltung und Sicherung von Kryptowerten, die als Zahlungsmittel dienen. Also Banken würden dann für ihre Kunden Wallets und Transaktionen verwalten und generieren, speichern die asymmetrischen Schlüsselpaare, bieten Anbindungen an Kryptotauschbörsen oder verwalten eigene private Kryptowährungen, beispielsweise für ihre Firmenkunden. Ja, denn in der Kryptowelt unabdingbar ist der Einsatz asymmetrischer Kryptoverfahren. Nur diese erst ermöglichen die Nutzung und die umfassende Verfügungsgewalt über die jeweiligen Kryptowerte. Und ja, da kommen wieder die etablierten Institute ins Spiel, denn die sichere Verwahrung und Verwaltung von Werten gehört naturgemäß auch zu deren Grundkompetenzen. Genau. Denn die Schlüsselverwaltung, also der kryptografischen Schlüssel, ist für Transaktionen mit Kryptowertung entscheidend und hier greift dann auch direkt der Tatbestand des Kryptoverwahrgeschäfts schon mit der Zugriff auf die privaten Schlüssel. Genau, ich glaube, das habe ich schon gesagt, dass die neue Finanzdienstleistung des Kryptoverwahrgeschäfts in das KWG aufgenommen wurde und Anbieter seit Januar 2020 hierzu eine Lizenz der BaFin benötigen. Genau. Also konkret betrifft das die Unternehmen, die Kryptowerte oder private kryptografische Schlüssel, die dazu dienen, Kryptowerte zu halten oder zu speichern oder damit zu handeln, für andere verwahren, verwalten oder sichern. Und dann lassen sich solche Schlagzeilen, wie Sie sie gerade gesehen haben, eben vermeiden, dass auf der Deponie nach alten Festplatten gesucht wird oder dass ein Passwort vergessen wurde und der Zugriff auf ein großes oder kleines Bitcoin-Vermögen verwehrt wird. Ein weiteres Geschäftsfeld und auch ein weiteres Schlagwort, was immer wieder fällt im Zusammenhang mit Blockchains und DLTs, ist der Begriff des Smart Contracts. Über Smart Contracts können Verträge nachgebildet werden, abgebildet oder überprüft werden. Sie können auch die Verhandlung
oder die Abwicklung eines Vertrages technisch unterstützen. Einsatzfelder sind ja beispielsweise automatisierte Bestellungen, Logistikprozesse, Copyright-Lizenzen, jegliche digitale Dienstleistung. Also die Vorteile sind neue Geschäftsmodelle, verbesserte Vertragsprozesse. Man kann manuelle Prozesse oder auch Dokumentationslücken schließen, gegebenenfalls an Geschwindigkeit und Qualität optimieren. Gegebenenfalls wird sogar die schriftliche Fixierung eines Vertrages überflüssig. Und hierbei hat sich Ethereum als Blockchain-basierte Plattform für Smart Contracts eine große Bedeutung erlangt. Ethereum operiert als Kryptowährung ähnlich wie Bitcoins, aber die Transaktionen können nicht nur Wertüberweisungen, also monetäre Aspekte enthalten, sondern auch ausführbaren Programmcode, also Smart Contracts. Und ein solcher Contract hat einfach nur noch eine weitere Adresse, die zur Interaktion untereinander genutzt wird. Also hier ist das Beispiel eines Treuhandkontos. Bob und Alice haben natürlich einen Dienstleistervertrag oder geht um das Download eines Lizenzschlüssels. Beide deponieren in einem Treuhandkonto vereinbarten Betrag von Ethereum. Wenn Bob den Vertrag erfüllt, bestätigt das Alice und die Blockchain weiß ganz genau, was dann zu tun ist, nämlich Bob den Lohn auszuzahlen. Ein simples, aber dennoch ganz eingängiges Beispiel. Ein weiterer Aspekt, den ich noch ansprechen möchte, sind Händler und Netzbetreiber. Händler und Netzbetreiber, denn zu den Bargeldgeschäften mit Gut- und Lastschriften, dem bargeldlosen Zahlen im elektronischen Zahlungsverkehr, werden wahrscheinlich Krypto-Services kommen. Denn schon heute gibt es Kreditkarten für Kryptowährungen und ein Krypto-GA wird wahrscheinlich der nächste logische Schritt sein. Und hier einige Beispiele, oder ich glaube, es sind zwei Beispiele, die ich habe für die Integration bzw. die Erweiterung des Angebots im Zahlungsverkehr für Netzbetreiber und Händler. Also wie könnte hier eine Zahlung mit Bitcoin erfolgen? Zum Beispiel über die Erzeugung eines QR-Codes am POS, der dann vom Kunden eingescannt wird und dann die Transaktion eben ausgelöst wird. Gleiches kann man natürlich auch nicht über den Händler, sondern über einen Netzbetreiber machen, der dann den zentralen Vorgang über eine zentrale Adresse und sein Konto abbildet und dann im Nachhinein abrechnet, wie das Netzbetrieb, EC-Cash-Netzbetrieb beispielsweise, derzeit schon läuft. Natürlich stellt sich hier die Frage, wann der Wandel der Kryptowährung vom Spekulationsobjekt hin zum Zahlungsmittel stattfindet. Und das ist sicherlich eine spannende Entwicklung, wann dieser Weltenwandel eben eintritt. Noch ein weiteres Beispiel für DLTs oder Blockchains, das immer weiter an Bedeutung zunimmt und aus meiner Sicht auch mit das größte Potenzial hat, nicht nur eine theoretische Idee zu sein, das sind die SSIs, die Self-Sovereign Identities oder die selbstbestimmten Identitäten. Hier ist sicherlich das bekannteste Projekt, genau, ist unter Federführung des Wirtschaftsministeriums das Projekt LISI. Ja, was ist der Grundgedanke bei den SSIs? Diese selbstbestimmte Identität erlaubt einer Person oder einer Organisation, eine digitale Identität zu erzeugen und diese mit ihren Attributen auch vollständig zu kontrollieren. Auch wieder ohne eine zentrale Partei, sondern dezentral in der eigenen Wallet. Also zentrale Bedarf oder das Bedürfnis ist die selbstbestimmte Weitergabe persönlicher Daten. Das wird ja in unserer digitalisierten Welt immer wichtiger. Digitale Attribute oder Identitätsdaten oder Credentials, Zeugnisse, Bankinformationen, Meldeinformationen werden jetzt in der Wallet gespeichert. Nicht mehr Transaktionen, sondern Attribute. Und werden vom öffentlichen Schlüssel des bestätigenden Unternehmens in der Blockchain gespeichert. Und dann kann ein Dritter über die Prüfung des öffentlichen Schlüssels des Ausstellers die Echtheit des Zertifikats oder der Beurkundung eben überprüfen.
Also zum Beispiel könnte mein Gymnasium mir mein Abiturszeugnis bestätigen, meine Uni mein Diplom. Sie laden bei der Johannes Gutenberg Universität in Mainz den öffentlichen Schlüssel runter. Ich schicke Ihnen meine Transaktion, mein Attribut aus der Wallet und Sie können das dann verifizieren. Wieder eine dezentrale Architektur, die zum Beispiel für die Banken durch ihre herausgehobene Vertrauensstellung und die ohnehin ausgefeilten und ausgereiften Prozesse, beispielsweise GWG-konforme Registrierung und so weiter, Möglichkeiten eben für Mehrwertdienste bieten. Regulierung an dieser Stelle, muss man sagen, erfolgt auch nochmal über die eIDAS-Verordnung, also dem Gesetz zu den digitalen Signaturen und teilweise auch über die DSGVO. Ja, jetzt komme ich auch schon so ein bisschen zum Fazit und zur Zusammenfassung des Ganzen. Also ich denke, die Banken sollten ihre Potenziale ausloten, sollten verstärkt Lobbyarbeit betreiben, beispielsweise über die DK oder über die Verbände, auf die Regulierung einwirken und sich auch an so privatwirtschaftlichen Aktivitäten wie beispielsweise LISI beteiligen. Denn es ist mit Sicherheit, an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit davon auszugehen, dass Kryptowährungen ja, die bestehenden Systeme von Endkunden, Händlern, Industrie, aber auch der Banken selber erweitern werden. Die Bedeutung von Kryptowährungen wird immer weiter zunehmen und Banken können ihre Expertise bei der Umsetzung von Regulierungsfragen nutzen, um sich da eine gute Ausgangsposition auf dem Markt für Dienstleistungen mit Kryptowährungen, beispielsweise Schlüsselverwahrung, verschaffen. Und durch die bestehenden Kompetenzen mit Kryptoverfahren, zum Beispiel aus Autorisierung, Online-Banking, PIN-Absicherung, bringt man schon einen Großteil technischer Erfahrungen und Voraussetzungen für den Einstieg in dieses Geschäftsfeld mit. Bei der Diskussion zum digitalen Euro, ja, auch der muss im Zusammenhang mit der generellen Bedeutungszunahme der Kryptowährungen gesehen werden und auch im Zusammenhang mit dem globalen Marktantritt von Initiativen wie beispielsweise DIEM durch die Facebook oder Libra Association. Und längst haben auch viele Unternehmen erkannt, dass die DLT dabei helfen kann, komplexe Lieferbeziehungen effizient zu gestalten. Und dann ist es nur eine logische Folge, diese Technologien auch für die Abwicklung von Zahlungen zu nutzen oder das eben daran zu knüpfen. Genau, also ich denke, dass es in der Zukunft nicht nur zentralbankemittierte Kryptowährungen geben wird und dadurch kann es für Zahlungsinstitute auch, sollte es die Möglichkeit geben, dieses wachsende Interesse an den Kryptowährungen umzusetzen, indem eigenen Kunden die Verwahrung oder den Handel mit Kryptowährungen anzubieten, Anbindung an Kryptotauschbörsen oder den Firmenkunden selbst emittierte Kryptowährungen anzubieten, um sie bei der Digitalisierung der Geschäftsprozesse zu unterstützen. Also mein Fazit ist, Sie als Finanzdienstleister oder als Bank sind in jedem Fall von diesem Wandel betroffen. Das wäre es jetzt erstmal von meiner Seite und ich muss zugeben, ich habe jetzt den Chat nicht gemonitort, aber der Herr Milewski wahrscheinlich. Und ja, ich würde mich freuen, wenn da schon ein bisschen was an Fragen oder Anregungen bei Ihnen aufgelaufen ist. Wie sieht es denn aus? Sehe ich den Chat auch? Den sehen Sie eigentlich auch, ja, aber es ist tatsächlich nur eine Frage bisher. Oh, okay. Dann freue ich mich auf die eine Frage. Eine Anmerkung dazu sozusagen. Sie haben, glaube ich, ganz zu Beginn gesagt, dass für Sie Währung nur staatlich reguliert sozusagen, also nicht staatlich reguliert sein müssen. So rum haben Sie es, glaube ich, formuliert. Und der Teilnehmer fragt aber, ob die Kryptos nicht ganz bewusst mit dem Begriff Währung sozusagen hausieren gehen oder werben, um eben Vertrauen zu erlangen und zu erhalten. Genau. Also ich glaube, der Begriff Währung ist ganz stark auch mit einem gewissen Vertrauen konnotiert. Aber eigentlich im Grunde genommen ist es nur ein Tauschmittel, was auf Vertrauen basiert. Also gerade wenn es privat emittierte Kryptowerte sind. Deswegen habe ich versucht, auch immer relativ neutral Wert oder Asset, also das deutsche Wert eben zu nehmen, weil Währung doch schon ein bisschen eine Prägung hat.
und das häufig auch dann mit dem digitalen Zentralbankgeld ein bisschen vermischt wird. Also auf der einen Seite, ja, Zentralbankgeld, das ist dann der Status oder wahrscheinlich der Status Währung, weil zentral ausgegeben, aber es wird auch immer wieder als Beispiel, man liest es in ganz vielen Studien, vielleicht weiß da jemand mehr, der sogenannte Daimler-Coin, das ist ja keine Währung. Aber wenn ich mich darauf einige oder wir machen den SRC-Coin, wenn Sie sich mit mir darauf einigen, dass ich Sie in SRC-Coin bezahle für eine Dienstleistung und Sie das akzeptieren, dann sind wir damit ja sind wir damit im Geschäft. Also das muss von keiner staatlichen Stelle emittiert sein oder den gesetzlichen Status von Geld zu haben, wenn wir beide in unserem Tauschgeschäft ein Buch gegen einen SRC-Coin uns darauf einigen. Also Vertrauen. Ich denke immer wieder an Ludwig Erhard. Es beruht auch, man kann juristisch und gesetzlich vieles regeln, aber man hat es ja auch in Griechenland gesehen, als während der Euro-Krise da die Bevölkerung doch sehr aufgeregt war, als die Banken keine Guthaben mehr ausgezahlt haben oder gar nicht aufgemacht haben. Vertrauen in Währung ist ganz, ganz wichtig. Dann haben wir eine Frage von einer Teilnehmerin. Worin besteht der Zusammenhang zwischen Smart Contracts und Kryptowährungen? Also ist der Zusammenhang oder ist der Unterschied nur in der Technologie begründet? Eigentlich ist es die gleiche Technologie, die genutzt wird, auch eine Blockchain-Technologie. Und die Smart Contracts sind verknüpfen oder können können monetäre Transaktionen an Vertragserfüllungen knüpfen. Das heißt, Sie können nicht nur ausführbaren Programmcode in Form eines Workflows ausführen, sondern Sie können da auch das Bezahlen mit, können dort auch monetäre Transaktionen mit verknüpfen, also Lieferketten mit abbilden oder dem Workflow Zahlungsfunktionalität hinzu addieren. Das basiert in der Regel bei Ethereum beispielsweise auf der Blockchain-Technologie, die auch Bitcoin nutzt. Aber in Bitcoin haben Sie nur die Möglichkeit, also monetäre Transaktionen abzuwickeln, wohingegen Ethereum auch noch die Möglichkeit bietet, weitere Vertragsbedingungen zu verknüpfen. Okay. Soll ich nochmal zurück? Ja. Ja, okay, ich glaube, ist klar geworden, ja. Nochmal zurück zum digitalen Euro. Wann glaubt Sie, wird der eine substanzielle Marktgröße erhalten? Der digitale Euro? Ja. Im Juni oder Juli wurde ja von der EZB erstmal eine weitere Erprobungsphase, soweit ich weiß, für 2 Jahre angestoßen. Dann sind wir im Jahr 2023. Dann müsste man sich auch mal auf eine Technik committen. Auch das ist ja was, was offen geblieben ist, was viele so ein bisschen bedauert haben, dass alles noch relativ vage ist, was jetzt verkündet wurde. Ich glaube, wir wissen erst nach der Erprobungsphase wirklich mehr. Aber ich glaube, dann muss man auch ein bisschen, dann muss die EZB auch, sag ich mal, noch weitere und größere Schritte gehen, das eher zögerliche jetzt auch aus der öffentlichen Befragung, das ist ein bisschen schwierig. Hier drängt eher die Wirtschaft oder die Investoren, da Klarheit zu schaffen, weil alle anderen, jetzt ist müßig immer das Beispiel China heranzuziehen, aber die sind dort schon weiter. Dort ist es eher gesetzlich getrieben und hier eher von der Wirtschaft. Gleiche gilt auch für die USA, aber die sind uns dort alle schon mit ICOs und mit allem schon wesentlich weiter. Und wenn Global Player kommen wie Facebook und es doch die Möglichkeit gibt, irgendwann, wahrscheinlich doch auch in naher Zukunft, mit Dienst zu zahlen, dann hat man da nochmal eine ganz andere Marktmacht. Und da ist die Frage, inwieweit sich da die EZB mit positionieren kann oder möchte. Aber da möchte ich auch keine politischen Aussagen dazu treffen. Aber ich denke, das wird vor 2023, vor Ende der Erprobungsphase und dann Auswertung
derselben. Ich denke, das wird sich in Europa wahrscheinlich noch ein bisschen hinziehen. Deswegen aus meiner Sicht wichtig, jetzt Erfahrungen sammeln mit eigenen Kryptowährungen, mit beispielsweise Einstieg ins Kryptoverwahrgeschäft, Erfahrungen sammeln, den Kunden den Zugang zu ermöglichen. Also nicht nur den Nerds, die ihre Bitcoin auf der Festplatte haben oder auf dem USB-Stick. Also Entschuldigung an alle, die das haben. Aber diese Schlagzeilen haben natürlich dem Thema auch eine gewisse Eigendynamik jetzt verschafft. Man redet drüber, man macht sich schlau, wenn jetzt auch das ZDF Morgenmagazin und NTV und so darüber in Breite berichten oder RTL Mittagsmagazin, dass jemand Tausende von Euro als Belohnung auslobt, wenn man seine Festplatte auf einer Mülldeponie findet, dann hat das natürlich neben dem Unterhaltungswert auch nochmal andere Aspekte. Ach, was ist denn das? Das ist interessant. Damit möchte ich mich auseinandersetzen. Aber ich als Endkunde möchte vielleicht nicht an der Kryptobörse, sondern eher über meine Hausbank mal so eine Wallet anlegen. Oder ich möchte auch am Bitcoin-Hype profitieren oder Dogecoin oder was auch immer gerade bei Herrn Musk auf der Liste steht. Ich glaube, das ist ein spannender Aspekt, aber sag ich mal auch Richtung Firmenkunden geschaut, mit Aspekten der Digitalisierung, Verschlankung von Prozessen, Smart Contracts, da die Technologie zu nutzen oder das letzte Beispiel, was ich ja hatte, die SSIs, das habe ich ja auch schon gesagt, ist aus meiner Meinung nach, das sind Mehrwertdienste, die gerade etablierte Institute, die ja reguliert sind, GWG, Know Your Customer, Prozesse, die da gut angeboten werden können und die auch eine sehr sinnvolle Nutzung von Blockchains eben möglich machen. Und man sammelt Erfahrung. Und wenn dann die EZB sich entschieden hat, ob und wie der digitale Euro umgesetzt werden kann, dann hat man da schon Expertise entwickelt. Ja, okay. Also Erfahrung kann man stehen im Vordergrund. Ja, zunächst mal. Das denke ich, also das steht ja immer, ist ja immer der erste Schritt, mal Hands-on-Experience sammeln, nicht nur drüber reden, sondern loslegen. Okay, ja, ich sehe, es gibt keine Fragen mehr, dann danke ich Ihnen für die Ausführungen, Frau Schoppe. Ich danke Ihnen, Herr Mileske, ich grüße das Auditorium, es hat mich sehr gefreut und wenn Sie weiteren Diskussionsbedarf doch noch haben oder Fragen, dann, wie gesagt, Sie finden mich auf Xing, E-Mail, alles. Der Vortrag ist, glaube ich, als Download irgendwann verfügbar, die Folien. Dann freue ich mich, wenn Sie mit mir Kontakt aufnehmen. Ja, vielen Dank. Eine schöne Rettung. Ich bedanke mich auch. Einen schönen Tag für Sie. Grüße aus Wiesbaden.